Und damit herzlich willkommen zurück zu Lego Marvel Super Heroes. Wir sind im Kraftwerk und befreien uns jetzt endlich von der Freiheitsstatue reingekickt. Sind wir jetzt, ja. Was? Quatsch. Du sagst es, mein Junge. Schauen, wer da ist. Das war knapp. Jetzt war's knapp. Oh oh. Das ist nicht gut. Sterbe ich? Nein, ich sterbe nicht. Uah. Super, Giftmüll. Ich mag Giftmüll. Los, ich hab's genau gesehen, was da drin ist. Geh rein und um die Ecke. Sehr schön. Kaffeeautomat. Huch. Ach, das war die Fackel. Fackel von der Freiheitsstatue. Jetzt hab ich's. Kann ich jemand anders nehmen? Los. Oh. Man sollte also als Wolverine da nicht reinfallen. Hulk kann das, weil er als Kind in Zaubertrank gefallen ist. Sehr gut. Bäh. Krallenschalter. Was ist das denn? Warum wehrt sich der Hulk nicht? Mr. Fantastic springt da immer wieder rein, oder? Und nu? Ah, hier können wir was basteln. Ja, ja, auch du sollst hier rüberkommen. Bastelt hier was Tolles. Und verwandle dich in... Und? Ihr wisst schon? Etwas Nützliches! Eine Mausefalle! Sehr schön! Tut mir leid. Ich musste einfach zuschnappen. Ah, ah. So, jetzt haben wir natürlich nichts zur Telekinese da. Edge. Albert. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hm. Aber das sieht aus, als müsste ich hier abspringen. Zack. Immer auf die Nuss. Oh, jetzt habe ich mich selbst da reingekickt. Was soll denn das? So, Hulk, da rein. B. Sehr schön, viel, viel besser. Ich mache es einfach weg. So, wir stellen den schon mal hier rein. Dann habe ich gesehen, hier, sehr gut. Dass wir das dann natürlich auch aufbekommen. Da wird ein X-Schalter dahinter sein. Nein, ein Schalter für Mr. Fantastic. Hep. Ah, hep. Sehr schön. Rein mit dir. Und da ist der Fahrstuhl auch schon oben. Huch! Da sollten wir schnell vorbei. Wir nehmen das. Und schmeißen es da rein. Das hat nicht gereicht. Huh? Hulk? Hulk, nimm das! Los! Das ist doch... Machen wir das nicht richtig? Doch! Man muss es nur wirklich öfter machen. Ich verstehe das nicht. Wie kann das die Hand einer Metallstatue verbrennen? Ich habe da so meine Theorie. Sehr schön. Mir eigentlich egal. Ja, ihm vielleicht, aber mir nicht. Ich hätte das schon gern gewusst. Boah! Bam! Das wird ein bisschen knifflig. Wir müssen zusehen, wie wir da rüberkommen. Boah, Hulk läuft einfach.
So, einmal X. Was passiert da jetzt? Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Oh, ist er jetzt da reingefallen, der Vollidiot. Na, der wäre schon mal drüben. So knifflig war das doch gar nicht. So. Immer auf die Nuss. So. Nehmen wir die mit. Nehmen wir die mit. Machen wir das öff. Oh, natürlich. Ein Krallenschalter. Was denn sonst? Erstmal alles kaputt machen und noch mehr Zeug sammeln hier. Nein, den ganz wichtig mitnehmen. So viel Zeit muss sein, wir haben in der letzten Runde keinen True Believer gekriegt. Das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. So. So, na gut. Dann nochmal zurück. Nein, nein, nein. Ich hab da hinten noch einen blauen. Mach kaputt. So, nochmal das schöne Spiel. Diesmal kommen wir aber alle drüben an. Spring drauf. Wir bleiben jetzt hier stehen, bis er drüben ist. Und wechseln dann bloß nicht mehr den Charakter. Das hätten sie besser machen können. Dann springen die nämlich einfach da rein und fertig ist der Lack. Die, wenn ein bisschen mitdenken würden, ein bisschen KI, wäre das ja supi. So, hier habe ich vorhin das tolle Teil gesehen. Das nehmen wir natürlich mit. Oh. So, Krallenschalter. Oh, habt ihr das gesehen? Da ist ganz viel Münzenzeug. Hep. Hulk! Sammeln! Hulk, sammeln! Natürlich sind die ganzen Blauen dort, dass Hulk nicht rankommt. Los. So, und dann drehen wir noch eine... Was? Wie gemein. Willst du das haben, dann mach noch mal was, oder? Geht es kaputt? Nein. Ah, das sind 1000 Punkte. Die holen wir uns noch anderweitig irgendwie wieder. Natürlich ärgerlich. Wenn man sie so liegen sieht vor allem. Das sieht aus, als müsste einer hier, einer da und zack. Wie praktisch, dass diese Schurken immer genau drei Schalter einbauen, wenn drei Helden kommen. Stell dir vor, wir wären nur zu zweit gewesen. Ich bin so frei. Da draußen kam die Freiheitsstatue vorbei. Wir speichern einmal kurz. Ich schaue, was die Zeit sagt. Die Zeit sagt... Die Zeit sagt... Habe ich mich vertan? Oder sind wir ganz schön drüber? Ich mache ja mal einen Cut und dann entscheide ich, ob...
Ja, da habe ich was überhört hier. Komisch. Ich mache hier mal einen Schnitt und eventuell geht's gleich weiter, eventuell auch morgen. Für den Fall des Morgen ist, haut da rein, ciao!